Eine alte Kunst. Auch sie ist in Arkadien geboren. Vielleicht vor 3000 Jahren, als ein Hirtenknabe ein paar Holzflöten zusammenband, um seine Melodie darauf zu pfeifen. Daraus machten die vielgewandten Griechen ein Instrument, das sie Organon nannten. Die Kartoffel, die das Metall läutern soll, ist schon eine neuere Errungenschaft. Und wer weiß, wie lange man schon Talg braucht zum Binden der Schmutzteilchen und wie alt überhaupt all die Praktiken sind, die dies ehrwürdige Handwerk des Orgelbaus im Laufe der vielen Jahrhunderte entwickelt hat. Metalllegierungen, die machen den Klang. Das wussten die alten Meister schon. Und sie mischten Zinn und Blei und schufen aus dem einfachen Organon das Instrument der vielen Werke und Stimmen. Die Königin der Instrumente. Zur Zeit der Gotik oder der Renaissance wird es kaum anders gewesen sein als heute. Das Warten auf den Augenblick, bis die rechte Kristallbildung sich zeigt. Diese leichte Spannung vor dem Guss und seinem Gelingen. Die Maschine hobelt die Platten zu Blechen von unterschiedlicher Stärke, wie sie gebraucht werden für die großen, tiefen Pfeifen, die mittleren, die hohen und höchsten. Dieses ganz hohe 5 gestrichene F hat nur einen winzigen Pfeifenkörper vom Durchmesser eines Strohhalmes. Die Pfeife hat einen konstanten Ton. Gefühlvolles An- und Abschwellen der Lautstärke ist daher auf der Orgel nicht möglich. Solch Crescendo und Diminuendo kennt die Orgel nicht. Sie hat andere Ausdrucksmittel, die Register. Allen voran das Prinzipal, das älteste klassische Orgelelement. Edel und majestätisch wollten die alten Meister seinen Charakter. Danach wählten sie seine Maßverhältnisse, wie Rechenschieber und Integralrechnung sie heute nicht exakter austüfteln können. Maßarbeit im wahrsten Sinne. Der künftigen Pfeife wird der Ton angemessen, den sie Jahrhunderte tragen soll. Tausende von Pfeifen stehen in einer Orgel, keine gleich der anderen. Diese Vielfalt macht es unmöglich, solche Arbeitsvorgänge der Maschine anzuvertrauen. So braucht der Orgelbauer zu einem Gutteil Künstlertum die Geschicklichkeit seiner Hände. Die feinste Arbeit ist die Intonation. Sie beginnt mit dem Aufschneiden der Pfeifen. Mit dem Teilungszirkel wird die Höhe des Aufschnitts angetragen. Das Maß dieses Aufschnitts bestimmt entscheidend den Toncharakter der Pfeife und in der Wahl dieses Maßes drückt sich die individuelle Handschrift des Orgelbauers aus. Die Verwendung verschieden geformter Pfeifen, seien sie konisch oder zylindrisch, oben offen oder zugedeckt, die Auswahl geeigneter Maßverhältnisse, Verwendung verschiedener Materialien wie Zinnlegierungen oder Holz, die richtige Einfügung der ganz besonderen Klangfamilie der Zungenpfeifen, die ihre Töne durch die Vibration einer Metallzunge wie in der Mundharmonika erzeugen, sind in ihrem richtig durchdachten Aufbau das eigentliche künstlerische Werk des Orgelbauers.
Mit ihm bietet er dem Organisten eine reichhaltige Palette von Klangfarben. Dessen Aufgabe ist es, all diese Klangmöglichkeiten zu nutzen, wie die Musik sie erfordert. Mixtur, das heißt Mischung. Mischung ist die erste Voraussetzung beim Orgelspiel. Verschiedene Register werden zu einer Klangeinheit verschmolzen. Selbstständigen Grundregistern werden andere Pfeifenreihen hinzugefügt, die mit ihnen eine neue Klangfarbe ergeben. Die Mixtur ist in sich schon eine Mischung, allein zu stehen ist sie nicht gedacht. Diese drei Mixturpfeifen stehen auf einem Loch der Windlade, da sie zusammenklingen sollen. Sie sind die Obertöne zu einem Grundton. Wird ein Register gezogen, zum Beispiel die Trompete, gibt die Schleife die Windlöcher unter den Pfeifen dieses Registers frei. Und sämtliche Trompetentöne über die ganze Klaviatur könnten jetzt erklingen. Aber noch fehlt der Wind. Ihn erhält jede Pfeife erst aus dem kleinen Schacht, der unter jeweils dem gleichen Ton quer unter allen Registern hindurchläuft. Wenn nämlich das Ventil geöffnet wird. Eine Arbeit besonderer Präzision ist die Traktur. Bis hierher zum Rückpositiv, unter dem Fußboden der Empore hindurch, überträgt sie spielend den Druck der Taste, wie hinauf zum Oberwerk. Im Gegensatz zur elektroautomatischen Traktur verbirgt die mechanische Verbindung wie hier die minutiöse Übertragung des Anschlags, des Weichen wie des Harten. Von ihm hängt das Einschwingen ab, dieser kleine Vorton, der beim Ansatz eines jeden musikalischen Tones entsteht. Und der Anschlag ist ein wesentliches Mittel künstlerischer Gestaltung. Nach langer Vorbereitung geht es endlich an den Einbau der Orgel. Einen äußeren Glanz bekommen noch die Prospektpfeifen. Nebeneinander entstehen die einzelnen Werke der Orgel. Hier vorn, im Rücken des Organisten, das Rückpositiv. Seitlich die mächtigen Pedaltürme und hoch droben das Oberwerk. Zugleich mit dem Einsetzen der Pfeifen intoniert sie der Orgelbauer. Sein prüfendes Lauschen gilt neben dem Stimmen der einzelnen Töne in erster Linie ihrem Klang. Ob sich verwirklicht, was er vorauserdacht und berechnet hat, weil es bei jedem Orgelbau eine schwer berechenbare Größe gibt, den Raum, in dem sich das Instrument entfalten und klingen soll. Schon Gotik und Renaissance schufen Orgeln von wunderbarer Einheit in Klang und äußerer Gestalt. Meisterstücke im Zusammenspiel ihrer Werke. Selbstständige Klangpersönlichkeiten. Das Rückpositiv, das Hauptwerk, das Pedal. Denn klar und durchsichtig sollte eine Orgel sein. Davon zeugen die Werke der Blütezeit des Barock. Sie sind wieder Vorbild für den modernen Orgelbau. In einer Zeit, da viele Orgeln neu erstehen, beschäftigt den Orgelbauer immer wieder die bange Frage, wird sie so klingen, wie sie erdacht war? Wird sie Bach bestehen können, der in genialem Einklang Orgelbau, Orgelmusik und Orgelspiel beherrschte
wie keiner vor und nach ihm. Die Antwort erhält er erst, wenn sich unter den Händen eines berufenen Organisten ihre königliche Stimme erhebt.